Oh, Boston. Die Flanke kommt gut rein. Ja, die Flanke war gut, aber der Verteidiger ist da. FC Jesse, alle. Wir singen immer nie, ole, eh. Aspi, Quetta, Fest, Quetta, das war Keen. Da kommt er hin und er faust den Ball weg. Hunter. Hunter ist durch. Alex Hunter. Jetzt vielleicht mehr Alex Hunter. 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 Da passt der Torhüter auf. Was ist das? Klasse, er hat die Flanke gut abgefangen. Und da gibt es Einwurf für den FC Chelsea. Nein, das ist nicht verletzt. Ein leichter, überflüssiger Ballverlust. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Selbst Fabregas am Ball. Den spielt er in den Lauf. Hunter! Eckball für Chelsea. Macht er ihn! Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Halbzeit-Rennen für Chelsea. Zum Schluss steht es 1:0 in Knappen. Chelsea, Chelsea, ole, ole. Jetzt muss er hier noch hinten und er versucht es mit einem Wechsel. Nein, der nicht irgendwo da hocken kann, ich aber durch. Das spiele ich auch bei irgendwas falsch, der kann ich nicht, wenn ich spiele wie letzter. Sehr guter Einsatz. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Schuss! Geh mal erst, ich kann ihn, wo kann ich bis dann machen, kann ich wieder finden. Ich kann ihn nicht voll gefunden. Der ist ja nicht schlecht gesetzt, es gibt Spieler, aber besser ist nicht. Ich kann nicht voll mit dem Jahr erfolgen. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch. Matic! Und da haben wir es, das Tor! Zweiter Matic. Führung aufgebaut und jetzt ist das hier doch eine eindeutige Nummer. Chelsea eliminiert Leicester. Das ist hier schon der zweite. Er steht es 2:0, das wird ihm Ruhe geben. Und da. Guter Ball nach oben. Schöner Abschlag. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Einwurf. Ups. Wird das eine Torschance? Die Mitspieler wollen ihm helfen. Real Madrid. Und auch hier machen sie kein Tor. Da wundert einen der Rückstand nicht mehr, oder Buschin? Nee, überhaupt nicht. Bei der Abschlussschwäche ist klar, dass sie nicht mehr rankommen. Die Maria jetzt in der Offensive. Die Maria. 3:0 an für die Maria. Und? Macht der FC Chelsea den Sack jetzt endgültig zu oder lasst ihr den Gegner nochmal kommen? Kann ich mir nicht vorstellen. Viel zu abgeblüht das Ganze bisher. Ja, ich schon zu bezocken. Alles andere als positiv. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Das könnte eine Gelegenheit werden. Geh mal dran, er faustet den Ball weg. Die Maria trägt den Ball nach vorne. Klasse gespielt. Alexander. Da kommt der Schuss. Tor! Der Torhüter war dran, aber nicht mehr entscheidend. Und der FC Chelsea legt noch ein Tor nach und damit dürfte die Partie entschieden sein. Ja, die Blues haben hier alles im Griff, wenn sie die Partie jetzt konzentriert zu Ende spielen, dann ist das ungefähr eine Partie. Ja. Schade Sache hier, das 4:0 ist schon deutlich. Okazaki. Ich sehe Bewegung auf der Bank, es gibt gleich den Wechsel. Chelsea mit dem Angriff. Jetzt ist er durch! Der Hunter! Er versucht! Wenn er danach
nachgelegt hätte, wäre das Spiel endgültig entschieden gewesen. Aber sei es drum, sie führen ja weiterhin. Kurzer Blick zur Uhr, Viertelstündchen haben wir noch. Jetzt könnte es gefährlich werden. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Und damit sind sie am Ball. Matic. Mahrez. Das macht er gut. Regulär sind es noch 7 Minuten. Hey. Da trennt er ihn vom Ball. Mondi. Das könnte gefährlich werden. Alexander. Er ist frei, der kann noch drauf werden. Der Ball zu Hunter. Chelsea mit dem klugen Pass. Hunter. Und jetzt ein Schuss. Hunter mit dem Tor. 5-0 Hunter. Kurz vor Schluss legen Sie hier nochmal nach. Ja, das Spiel ist natürlich längst entschieden, aber klar, so eine Chance nimmst du trotzdem gerne mit. Sie hören nicht auf, spielen weiter nach vorne und daher steht es mittlerweile 5-0. Es gibt 3 Minuten obendrauf, wurde gerade angezeigt. Gute Flanke, noch besser aber die Abwehrarbeit. Ey, yeah. Nein, danke. Sie gaben heute eine Vorlage. Was waren Ihre Gedanken bei dem Ball? Ich hatte gehofft, er macht den rein. Und das tat er. Nein, aber er stand perfekt und ich wusste, wenn er den Pass kriegt, dann macht er auf jeden Fall rein. Die letzten Spiele sind super gelaufen für Sie, Alex. Haben Sie irgendwas umgestellt? Wie erklären Sie gute Form? Training. Der Trainer will, dass ich seine Strategie umsetze und genau das versuche ich auch. Und ich konzentriere mich auf die Teamrolle, die es optimal ist. Ein tolles Tor heute für Sie, Alex. Ein paar Worte dazu? Am Ende ist es die Taktik. Sie ermöglicht die Tore und der Trainer hat die richtige gewählt. Das erleichtert unsere Aufgabe. Das war prima. Danke, Alex. Ja. Ein Kommentar zu Alex Hunters Teamleistung. Bueno, jugar con Alexander es divertido, es un jugador que tiene mucha calidad, me divierto mucho y la paso muy bien cada vez que juego con él. Danke, Di María. City.